Plus 3. Stimmt. Weil sie so selten sind. Das verstehe ich auch nicht, dass sie die hinter einem spawnen manchmal. Wenn man doch vorne will. Verstehe ich nicht. Okay, die Hälfte haben wir wenigstens schon. Okay. Gibt's nicht mehr. Ein MMORPG, das so extreme Gegnerarmut hat, verstehe ich nicht. Der Zweck für einen. Nicht mich kloppen. Nein, doch da. Nee, das geht doch nicht. Ach komm, was ist jetzt mit dem Dämon passiert? Weg da, nicht Frauen schlagen, hallo. So. Gut. So hier. Ja, toll. Einfach abgeben, fertig. Die Quest geht noch weiter, das nervt. Also, da wenigstens. Ach komm, ich brauche doch kurze Erfahrung für ein neues Level. Nicht so wenig. Oh, ein Mana-Ring. Cool. So. Und jetzt, ja, machen wir jetzt die Reisquests. Dazu gehen wir aufs Pferd. So. Also eine Reisquest, dann haben wir Level Up. Ne, nicht 3. Hier. Die ist doch gut. Ich hoffe, die geht nicht in irgendwo. In die Dinggebiete.
PvP-Gebiete. Raspawn. Raspawn, oder? Ja. Okay, ja, also wie immer halt, die Motivation ist nicht gerade besonders hoch, vor allem wenn ich allein bin hier in Regnum. Aber ein paar Leute werde ich schon bald finden, dann ist meine Motivation auch höher. Und ja, da gibt es wieder mehr Parts. Aber momentan, da habe ich so viele andere Projekte und Spiele, die ich gerne machen will. Und deshalb kommen nicht allzu oft ein paar Regnum-Parts, also all zwei, drei Tage eines. Das ist immer noch viel im Gegensatz zu anderen Let's Playern, also seid froh. Seid doch froh. So, und wohin muss ich? Ja, ich dachte es. Nach Dosim. Okay, gehen wir nach Dosim. Da gibt es ja leichte Wege. Nicht dem sprechen. Dem da. Der da. Okay. Es gibt einen leichten Weg eigentlich. Hier am Meer entlang und dann in den Wald und dann durch den Wald, da ist man in Dosim. Geil, ganz easy. Da ist noch eine Kiste, okay, nehmen wir die mit. Wenn es nur Gold ist, ja. Oh, ein Riesenkäfer. Emeraldhügel. Okay. Ja, hier ist das Portal. Ah, zwei, cool. Eins und zwei. Ja, ein Emerald. Emerald, Magnanit. Den beschlagene Brustpanzer. Ah, das ist der, den wir schon angeschaut haben. Erasiusküste. Geht es nicht mehr lang, bis Diablo 3 Reap of the Souls rauskommt. Ich freue mich schon riesig drauf. Wieder mal eine richtige Challenge, die ich machen werde und Let's Playen werde. Und dann noch mit dem Livestream. Ja, vielleicht werde ich dann auch hier Champion of Regnum livestreamen. Dann könnt ihr leichter auch mitmachen. Und euch dann auch live sehen, wie ihr mir hinterher torkelt oder so. Komische Musik hier. Tönt er wie ein Tiki-Dorf. Wir müssen hier ein bisschen weiter nach dieser Richtung. So. Draco denkt, wir sind doof. Ah, der andere Draco.
Das ist einer von den Ecken, ein relativ bekannter. Mich sprechen sie immer an, bist du Draco von Ignis? Nein, ich bin nicht Draco von Ignis. Ich bin nicht so süchtig. Der ist mega süchtig. Mit dem habe ich mich ein paar Mal unterhalten im Forum und über YouTube. Und ja. So, wir sind da. Hier unten soll es irgendwo sein. Ja, hier unten ist es. Mit Lux. Ah, ich bin zu müde. So, noch schauen, dass wir ein Level haben. Dann noch kurz gehen. Und dann mache ich wieder Pause, sorry. Aber ich habe heute echt keine Zeit gehabt zum Aufnehmen. Ich musste irgendwas noch aufnehmen, bevor ich schlafen gehe. Und dann bin ich ein wenig müde. So. Yay. Oh cool, fast noch ein halbes Level dazu. Cool. So. Gehen wir nach, wie heißt das? Die Stadt dort. Raeraia, okay. Gehen wir nach Raeraia. Ja, dort geht's über die Insel gut. Schöne Abkürzung. Hier gibt es Gargoyles. Okay. Die sind leider nicht gerade gut zum Farmen. Und zum Leveln wahrscheinlich auch nicht gerade gut. Sind recht zäh und machen betrieben Schaden. Tja. Lieber diese alte Schildkröte hier töten. Hallo, das ist eh ein Vogel, ein halber Vogel. Wir fallen sicher auf mit diesen Flügeln. Die Robbe ist richtig schön, also die gefällt mir. Vorne ist sie noch ein bisschen braun. Und sie hat so einen sexy Schnitt, einen Ausschnitt. Oh ja. Yeah. Sexy. So, also. Hier können wir noch ein bisschen direkteren Weg nehmen, wenn wir hier rechts hochgehen. Ah, ich kenne mich noch so gut aus. Ja, es geht nicht gut. Doch, wusste ich doch, dass es hochgeht. So, jetzt müssen wir den Beschwörertrainer finden. Ich denke, ich weiß wo. Ah, hier gibt's auch schon Quests, cool.
Hier ist der Barbarentrainer, dort ist der Paladin-Trainer und der Jägerstrainer, hier ist der Schützentrainer irgendwo. Hier drin, glaube ich. Mal schauen. Nee, nein, der war auch vorne, glaube ich. Aber wo war jetzt schon wieder der Beschwertrainer? Also hier war der Rittertrainer. Nein, das war der Schützentrainer. Hier ist links Wächter, Schneider, Waffenschmied. Oh, wo war jetzt schon wieder der Beschwertrainer? Hast du irgendwas zu... Nein, du hast nicht eine Anleitung. Ah, die waren innen, stimmt. Ja, jetzt fällt mir es ein. Hexenmeister. Und wo ist der Beschwörer? Na toll. Ah, da. So machen wir das so. Trainieren. Hier. Zombie. Dämon. Materielle Bindung, Gesundheit brauchen wir nicht. Jetzt hier noch Kampfmagie. Hier so. Verbinden, Selbstheilen brauchen wir nicht. So. Stachelige Säfer ist das mit dem. Ja, mit dem Packen. Käferschwamm ist auch sehr gut. Und dann noch. Da. Intelligenz. So, und Energiebarriere. Ah ja, machen wir ja materielle Bindung noch. So. Jetzt ist er gut. So. Dämon, Zombie. Den Rest brauchen wir nicht. Gut, also schauen wir uns die Zombies kurz noch an. Ach komm, du dickes Arsch. Das Pferd hat so ein dickes Arsch. Wo sind die andere Seite? So, hier hat es hoffentlich ein paar Gegner, die ich besiegen kann. Also wie gesagt, Level 2, 2 Zombies. Okay. Machen wir es hier bei dem Käfer. Zombies 4. Cool. Stark sind sie relativ auch. Ah, das sind auch wie Imps, die versinken wieder. Ja, ja. So, zur Unterstützung ist schon auch gut. Okay, das war's wieder mit dem Let's Play. Also mit der Aufnahmesessions. Das Let's Play geht natürlich immer wieder weiter. Hoffe, sehr lange noch. Und hoffentlich auch bald mit Erfolg gekrönt. Und ja, jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen dann im nächsten Part wieder. Tschüss!